Na denn Prost, meine Herren. Eine Woche des Feierns liegt hinter dem KSC. Präsident Roland Schmieder wurde 52. Da schmeckte die Weißwurst besonders heute Morgen Valery Schmarow, dem Russen, der beim KSC endlich die fußballerischen Delikatessen serviert. Zu Wochenbeginn feierte die Mannschaft zudem Schütterles 26. Geburtstag und am Ende einen 1:0 Blitzsieg über Schalke 04. Die Serie hält, vom Abstieg längst keine Rede mehr. Eher von der Beförderung des Managers, und auch Trainer Schäfer bleibt weiterhin im Wildpark tätig, auch im verflixten 7. Jahr. Option sei Dank. Nach 6 Spielen ohne Niederlage floss zwar gestern in der Kabine kein Grimmsäck durch die durstigen Kehlen, aber immerhin. 30 Punkte und Platz 9, das musste ja begossen werden. Valery Schmarow genoss zuvor sichtlich das Bad in der Menge. Der 27-Jährige von Spartak Moskau hatte lange auf diese Augenblicke warten müssen. Erst in den jüngsten Spielen wurde der 6-fache Nationalspieler der ehemaligen UdSSR zu einer festen Größe im KSC-Team. Viel Lob von allen Seiten für Schmarow, den Vorbereiter und Vollstrecker gleichermaßen. Stolz auf Betreuer und Übersetzer Wilhelm Göring, die Anlaufstelle schlechthin für seinen Deutschschüler aus Woronesch. Lob statt Kritik, Prämie statt Pause. Das tut gut. Ja, natürlich. Na, wer sagt's denn? Nach nur 26 Sekunden jubelte gegen Schalke nicht nur der Schütze zum Tor des Tages, Eberhard Kall. Auch Schmarow hatte seinen Anteil daran. Frühzeitiges Stören war nämlich angesagt. Kalls dritter Saisontreffer lässt die KSC-Verantwortlichen endlich wieder ruhiger schlafen. Der Ex-Pforzheimer hat sich durch konstant gute Leistungen in die Mannschaft gekämpft und gespielt, ebenso wie Valery Schmarow, maßgeblich am KSC-Vormarsch beteiligt. Seine Leistung steigert sich von Spiel zu Spiel, würde ich sagen. Er hat am Anfang unheimlich Probleme gehabt mit Verletzungen, sodass wir ihn schon Valery Schmerzhoff genannt haben. Und mittlerweile ist er eben so etabliert, auch innerhalb der Mannschaft. Er wird akzeptiert, er hat einen gewissen Rang schon eingenommen und den macht ihm auch keiner mehr streitig. Schmarow also in, und Karl hätte nach der klugen Vorarbeit des Russen sogar noch eins draufsetzen können. Schmarow glänzte gestern wieder durch kluge Anspiele. Bei diesem Handspiel von Anderbrügge verstand Schiri Albrecht die Proteste des Russen wohl nicht. Mit Spartak Moskau war der Techniker zweimal Landesmeister geworden und erzielte gar einmal das Tor des Jahres. Er schießt links wie rechts ungefähr gleich stark. Das zeigt sich da. Er schießt mit links eine Freistöße, obwohl er normal Rechtsfuß ist. Und ansonsten bringt er alles mit, was ein Fußballer braucht. Also ist ja, perfekt will ich nicht sagen, aber er hat unheimlich viele Vorzüge. Gestern hatte der Kunstschütze allerdings Pech mit seinen Freistößen. Nach der Vorarbeit von Dauerläufer Lars Schmidt glänzte Schmarow in der Rolle des Spielmachers. Auch bei Trainer Schäfer ist er jetzt eine feste Größe. Gut, der Valery Schmarow hat relativ gut angefangen, ist dann in ein tiefes Loch gefallen, er war verletzt. Und ihn dann bringen, nur dann, weil er 1 Million Mark gekostet hat, das nutzt dem Valery nichts, das nutzt keinem. Ich habe ihn also weggelassen, bis ich gewusst habe, jetzt ist es soweit. Und er hat die Chance wahrgenommen und er hat nicht enttäuscht. Er ist ein hervorragender Fußballer, der nicht nur Tore machen kann, der auch das Spiel beruhigt, der lange Pässe spielt, der von der linken Seite, halblinken Seite Spielmacher macht, das ist unwahrscheinlich. Seit Schmarow nicht mehr in vorderster Linie agiert, sondern hinter den Spitzen eingesetzt wird, kommen seine Stärken noch besser zur Geltung. KSC-Torjäger Schüttele hätte in dieser Szene davon profitieren müssen. Nach großen Umstellungsschwierigkeiten hat sich Schmarow mit Frau und Sohn eingelebt. Alles gefällt ihm, alles ist gut, bloß hat er, wollte noch ein bisschen mehr Umgang mit Leuten und so weiter. Er wollte auch sehr schneller also deutsche Sprache lernen, damit er mehr versteht noch.
Auf dem Platz und in der Kabine spielen Sprachbarrieren und Verständigungsprobleme nur eine untergeordnete Rolle. Siege tun eben nicht nur der russischen Seele gut, sondern auch dem Olympiageschädigten Mehmet Scholl. Der Abstieg dürfte jetzt kein Thema mehr sein bei uns. Wir haben jetzt in den letzten Spielen gezeigt, dass es eben, wie auch der Wolfgang Rolf im Sport im Dritten mal angedeutet hat, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen können und dass das so unrealistisch gar nicht war, obwohl wir damals noch in Abstiegsgefahr waren. Und Henrik Herzog, Eberhard Dahl, völlig frei. Und die Spiele. Das wichtige KSC-Tor schaut man sich gerne noch einmal in der Sportschau an. Schütze Karl ist egal, ob abseits oder nicht. Valery Schmachow denkt bereits an die EM in Schweden. Tore sind dabei die besten Argumente. Und Roland Schmieder freut sich über das Geburtstagsgeschenk seiner Lizenzspieler. 2 Punkte. Und Winnie Schäfer? Paradox. Sieger und möglicherweise doch Verlierer der Woche zugleich. Ich habe am Dienstag, Mittwoch, weiß ich immer noch nicht genau, meinen Vertrag verlängert, den ich vor einem Jahr mit dem Verein ausgehandelt habe. Und nicht, wie irrtümlicherweise der Herr Vorler geschrieben hat, ich habe auf meine Option gepocht. Eins, wo mein Herz pocht, ist bei so einem Spiel, wenn ich eine schöne Frau sehe.